Hi Leute, und ich bin mal wieder nicht alleine. Ich habe die liebe Merve dabei. Hi. Die Merve ist eine sehr, sehr, seit vielen Jahren eine lange Zuschauerin von mir und eine ganz große Supporterin. Und abgesehen davon ist sie eine sehr, sehr krasse Künstlerin auf Instagram und YouTube. Ihr findet alles ganz weit oben in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, als ich ihre Arbeit gesehen habe und auch gesehen habe, wie krass sie mich supportet, dachte ich, ich frage sie mal, ob sie nicht Bock hat, dass sie mich schminkt. Auf jeden Fall. Yay. Ich habe mich auch mega gefreut und ich freue mich halt, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass du gekommen bist. Ich danke auch. Ich schätze das immer voll, dass die Leute kommen. Sehr gut. Okay, das Video wird höchstwahrscheinlich wieder sehr, sehr lang, wie immer, wie es halt immer so ist. Deswegen, also Merve hat sich ihre Sachen komplett selber ausgesucht aus meiner Schminksammlung, Produkte, die sie selber mal ausprobieren wollte oder die, keine Ahnung. Wonach bist du gegangen? Ich habe mir jetzt Produkte ausgesucht, die ich selbst noch nie verwendet habe. Da sind auch Produkte dabei, die Hattie selbst nicht verwendet hat. Mhm. Und wir werden mal gucken, was daraus entsteht. Ja, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall interessante Produkte. Ich habe halt auch ein paar Sachen neu gekauft, die ich noch nicht ausprobiert hatte. Sehr cool. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Okay. Bist du bereit? Also ich gucke auch nicht in den Spiegel, ne? Okay, versprochen. Versprochen, ich lasse mich überraschen. Okay, soll ich dann einfach anfangen? Ich überlege noch gerade, ob ich mit den Augen oder mit dem Gesicht anfange. Das ist jetzt dein Kanal. Ich habe Angst vor Fallout. Ich glaube, ich fange mit den Augen an. Okay. Das mache ich nämlich bei mir genauso. Und dafür brauche ich eine Base. Den Paintpot in Soft Oak. Benutzt du den auch? Ja, habe ich mir auch wegen dir gekauft. Okay, so. Den mag ich immer noch sehr gern. Ja, ich gebe den auch gern mit dem Finger auf, weil ich den dann halt aufwärme mit meinem Finger. Weil der ist ja relativ dick. Mhm. Aber die Farbe passt bei dir viel, viel besser als bei mir. Bei mir ist sie viel zu gelb. Hast du mal Paintelly benutzt? Das war nicht zu rosa, ein bisschen. Aber ich meine, unter dem Lidschatten merkt man das dann halt nicht, ne? Mhm. Also ich habe auch absolut keine Ahnung, was genau ich machen will. Aber ich habe ja genug Fläche auf deinem Auge. Mhm. Ich sette nie meine Base auf dem Auge, weil dann die Farben viel, viel pigmentierter rauskommen. Ich benutze auch, wenn ich zum Beispiel einen krassen Eye-Make-up machen möchte, einen krassen Look schminken möchte, dann benutze ich einen Concealer. Das ist ja dann noch flüssiger. Mhm. Und den sette ich dann auch nicht. Und dann haftet das richtig schön am Auge. Aber wie blendest du das denn aus? Das dauert ja ewig. Nö, finde ich nicht. Gar nicht. Das geht richtig gut. Ich mache das jetzt auch bei ja, dir. Ja, okay. Ich bin sehr gespannt. Ich fange immer mit dem dunkelsten fast an. Mm. Und dafür benutze ich jetzt hier diesen Pinkton Dippy. Und den nehme ich jetzt mit meinem Pinsel auf. Oh, wow, krass. Und den presse ich so in die Lidfalte rein. Ich bin so gespannt. Du machst es jetzt schon ganz anders, als ich arbeite. Umso interessanter. Ja, ich weiß. Alles gut. Und ich verblende das noch nicht so, denn darum kümmere ich mich später mit einem anderen Ton aus der Palette. Ich will das jetzt so rund halten und nicht so Cat-Eye-mäßig, sondern irgendwie habe ich Bock, das so rund zu halten. So, okay, jetzt habe ich die Farbe aufgetragen. Und um den Rand von dem Pink zu verblenden, benutze ich hier den orangenen Ton, Hippie. Wow, was ist das? Und das finde ich gerade so. So, das nehme ich dann mit einem kleineren Blenderpinsel auf. Und den gebe ich so kurz über den Pinken auf. Und verblende somit schon mal den pinken Rand. Ich will jetzt schon in den Spiegel gucken. Nein. Nein. Um diesen Ton zu verblenden, benutze ich jetzt ein Gelb aus der Anastasia Prism Palette. Das ist Sphere, nennt die sich. Und damit blende ich das Orange aus. Ganz, ganz soft, aber nur. Hast du ein absolutes Lieblingsprodukt, so was Make-up betrifft? Gar nicht. Ich glaube nicht, weil ich benutze immer alles querbeet. Ich will immer was anderes probieren. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn ich eine Sache immer wieder und immer wieder benutze, dass es dann einfach nicht mehr so besonders ist. Mhm, okay, interessant. Also, obwohl, beim Primer habe ich ein Lieblingsprodukt. Den Ordinary Primer habe ich mir auch Empfehlung von dir gekauft. Mhm. Und das ist bis jetzt der Primer, der am besten bei mir funktioniert hat. Mhm. Aber bis jetzt habe ich noch nicht den perfekten Primer. Also ich merke, da geht bestimmt noch was besser. Mhm. Was hast du für eine Haut? Entschuldigung. Mir sind schon die Tränen gekommen, weil ich nicht mehr anhalten konnte.
Auch du darfst dich natürlich behalten. So, jetzt habe ich die Kanten ausgeblendet und gucken. Ich überlege gerade, was ich in die Mitte des Lides aufgebe. Was hast du für eine Haut? Meine Haut ist trocken hier, aber die kann noch, also eigentlich eine Mischhaut, auf der Nase halt schnell fetten. Ah ja. Ja. Ich mache eigentlich gerne immer einen Cut Crease, aber ich lasse es jetzt. Oder doch? Ich versuche mal diesen gelben Ton in die Mitte aufzugehen. Wie findest du jetzt die BH-Palette? Gut. Ne? Ich finde die auch gut. Die ist pigmentiert und bei bunten Farben ist es immer so, dass sie wie so Kreide sind manchmal. Mhm. Das ist bei der nicht so krass. Also die lassen sich gut auch aufbauen und verfliegen nicht so schnell. Ja, finde ich auch. Bei dem Sphere ist das zum Beispiel so. Dass er so aufbauen. Ich frage mal, weil das sicherlich auch viele interessiert. Wie alt bist du? Ich bin 20 geworden, im April. Oh, herzlichen Glückwunsch nach dir. Danke. Hast du gefeiert oder? Nur mit meiner besten Freundin. Essen. So, sonst feiere ich nie. Ja, ist ja auch okay. Ich glaube, das ist auch so überbewertet. Mittlerweile, so alles wird gefeiert. Mhm. Babygeschlecht wird gefeiert. Oh ja, das finde ich richtig krass. Das war ja früher gar nicht so. Heute wird jeder querliegende Furz gefeiert. Das ist auch so. Ich glaube, ich bin bis jetzt ganz zufrieden. Vielleicht haue ich nachher noch ein bisschen Glitzer drauf. Aber ich mache jetzt einfach weiter. Was sagt denn Baby, der Kritiker? Ich bin auf das Endergebnis gespannt. Okay. Ich bewerte zum Schluss. Okay. Jetzt mache ich weiter mit dem Gesicht. Und den Primer, den ich mir ausgesucht habe, ist der Touch Eclat, sagt man das? Der so? Touche Eclat. Touche Eclat. Touche Eclat. Die Französisch-Expertin. Nicht, über. Der ist von Yves Saint Laurent. Den hat die auch nicht selbst ausprobiert. Und wir probieren den jetzt sozusagen zusammen aus. Yeah. Ich habe ihn vorsichtshalber gekauft. Ich kam nur noch nicht irgendwie. Mm. Ja, der sah so aus, als könnte der so einen Sommer-Glowy-Look machen. Aber Ich weiß noch nicht. Ah ja, jetzt merke ich dann. Der fühlt sich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es auf der Haut ist. Silikonig. Ja, so wie der Ordinary Primer. Mhm. So fühlt er sich an. So spüre ich es auch auf der Haut. So, den Primer blende ich jetzt oder arbeite ich jetzt mit dem Booty Blender ein. Sind alle geschult hier. Manchmal schreiben mir Zuschauer und sagen, Hatti, es ist so schlimm, ich rede schon wie du. Aber ich bin auch so beeinflussbar, wenn ich mit jemandem lange abhänge und der hat irgendwie eine Art zu lachen oder zu reden oder gestikuliert irgendwie, dann nehme ich das auch an. Ist es bei dir auch so? Mhm. Also hätte ich eine Freundin, die lachen würde wie ein Schwein, mindestens eine Woche später lache ich auch. Das ist extrem mit meiner besten Freundin. Wir werden dann zur gleichen Person ein. Ja. Wir machen dann alles, wir reden gleich, wir lachen gleich und sind dann mega unlustig auf einmal. Ja. Es ist immer so. Ich glaube, das ist normal. Also der Primer, ja, der macht smooth. Ja? Ja, er sieht schon gut aus. Aber bin mal gespannt, wie das dann nachher mit der Foundation aussieht. Mhm. Also wirklich smooth, auch matt. Mattiert? Ich finde schon. Ja, okay. Also du glänzt nicht mehr so auf der Nase wie vorhin. Mhm. Da ich ja für so einen Sommer-Glowy-Look gehen wollte, wollte ich auch eine leichte Foundation haben. Und ich habe auf Instagram jetzt oft diese Foundation gesehen, die Charlotte Tilbury Flawless Filter Foundation. Mhm. Die ist ja auch bekannt dafür, dass sie so super leicht sein soll und nicht so krass deckend. Und ich glaube, ich habe Bock, die zu benutzen. Wobei das ja gar nicht so eine Foundation, also es wurde als Foundation, glaube ich, ganz am Anfang so deklariert. Und dann war ja so, wow, davon gab es ja dann nur 4 oder 6 Farben. Mhm. Und dann war es halt so, ja, was ist für unsere Dark-Skinned Girl, aber auch für Medium war es sehr schwierig. Und dann war das so, nein, es ist keine Foundation, es ist eher wie so eine Base. Ah. Oh. Es ist auch für eine Foundation viel zu glowy. Also ich habe das vor 2 Tagen nur das hier getragen. Und das ist schon doll. Also ich habe dann in der T-Zone gepudert, aber als Base geil. Ja? Mhm. Kannst du gerne mischen. Okay. Soll ich dann einfach die Foundation mischen? Ja, probier's aus. Ja, okay, dann mische ich einfach die Luminous Look Foundation von Giorgio Armani mit der Charlotte Tilbury. Aber es ist geiles Zeug, dieses Charlotte Tilbury. Ja, finde ich super. Okay, ich gebe das einfach so grob erstmal mit einem Stippling Brush auf. Hast du eine Lieblingsfoundation? Also oder eine, bei der du denkst, ja, die benutze ich schon gerne, die funktioniert für mich super, bei deiner Mischhaut. Ich habe noch keine Foundation gefunden, bei der ich sage, wow, die will ich immer wieder. Nein, gar wobei keine deine einzige. Base ja super flawless ist. Echt? Ja, ich bin total unzufrieden. Oh, okay. Wir haben ich jemanden gefunden, der schlimmer ist als ich. Also in der Kamera ist es auch flawless. Ja, ja dann. Na.
Du machst die falschen Komplimente, Schatz. Mhm. In diese Richtung müssen die Komplimente. Wir sprechen uns später nochmal. Du hast das Kontingent schon aufgebraucht. Ich muss dir zeigen, wo dein Platz ist. Ah. Bin ich so, wie du erwartet hast? Ja, also Hatti ist wirklich so wie in den Videos. Also die ist so herzlich und ich habe mich auch gar nicht unwohl gefühlt oder so, sondern einfach herzlich aufgenommen und mega cool. Ich freue mich mega, dass ich hier sein darf, auf jeden Fall. Ja, schön, dass du da bist. Oh ja, die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ja. Das ist echt nicht. Das ist der Born This Way Concealer von Too Faced und den mag ich eigentlich, den habe ich schon mal benutzt, aber dachte, das passt eigentlich ganz gut mit der Foundation. Ja. Und den trage ich aber auch hier unterm Auge auf. Gibt es so Marken, die du richtig gerne magst? Also, ich liebe die Drogerie. Ehrlich? Ja, ich weiß. Okay, dann, das ist der Shit jetzt. Was ist dein Drogerieprodukt? Also, was würdest du an die Zuschauer jetzt empfehlen? Das benutze ich gleich auch. Soll ich das dann erzählen? Mhm. Ja, also das benutze ich wirklich jeden Tag und ich habe noch nichts Besseres gefunden als das. Und das ist aus der Drogerie und ich feiere das übelst. Krasse Worte. Ja. Das sind alle... Teiltet die Schlüppis. Jetzt wird's krass. Ich weiß nicht, ob ich unterm Auge setten will. Das sieht nämlich gerade voll schön luminös aus. Mhm. Aber ich glaube, so ein bisschen unterm Auge wäre nicht schlecht. Das Puder, was ich mir ausgesucht habe, ist das RCMA-Puder. Es wurde ja auch mega gehypt von YouTubern auf Instagram. Ich habe noch nie die Möglichkeit gehabt, das auszutesten. Mhm. Aber jetzt kann ich es ja tun bei Hatti. Ich bin gespannt, was du sagst. Mhm. Auch das Puder nehme ich mit dem Schwamm auf und presse das hier drunter. Also schminkst du deine meisten Looks mit Drogerieprodukten? Mhm, das meiste. Außer an Lidschatten. Ich schwöre dir, jetzt hast du locker 15.000 Abos. Also... Ich habe zum Beispiel eine einzige High-End-Foundation. Das ist die Born This Way von Too Faced und der Rest ist wirklich aus der Drogerie. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht die perfekte Foundation gefunden, aber ich bin zufrieden. Also Okay. Kann mich nicht beschweren. Krasser Scheiß. Finde ich super. Wie geht's weiter? Mit dem unteren Wimpernkranz will ich jetzt weitermachen. Also ich nehme auf jeden Fall wieder Dippy. Dippy ist geil, oder? Ja, Dippy ist echt cool. Und das trage ich ganz nah am unteren Wimpernkranz auf. Ich tupfe das wieder und im Prinzip mache ich das gleiche wie oben. Also fange wieder mit der dunkelsten Farbe an und blende jetzt aus mit den weiteren Farben. Das ist auch mega angenehm, dies zu schminken. Ich weiß nicht, kennst du diese Leute, die man nicht so gut schminken kann, weil die nicht ruhig halten können oder du denen Anweisungen geben musst? Ja, ich bin sehr zäh. Also ich kann, auch mein Zahnarzt sagt immer, sie haben sich nicht einmal bewegt. Machen wir weiter, aber kurz vorher würde ich gerne von dir wissen, die Meinung zu dem RCMA-Puder, lohnt es sich? Also so auf den ersten Blick sieht das schon gut aus. Und ich glaube, das ist auch preisgünstig, ne? Also ja, viel drin. Ja, $10 oder so, nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist sehr günstig. Mhm. Aber ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus jetzt, unterm Auge zumindest. Okay. Ich finde es interessant, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich damit so richtig bake, also wenn ich so richtig krass Full-Face-Make-up mache, dann hatte ich immer das Gefühl, diese weißen Puder hinterlassen trotzdem so einen leichten weißen Schleier. Mhm. Finde ich jetzt nicht so. Ja, du hast aber auch nicht so viel genommen. Nee, ich habe wirklich nur unterm Auge, wo sich das absetzen kann. Mhm. Aber für die Augenbrauen würde ich gerne Puder verwenden. Puder? Hast du was rausgesucht? Einmal das Anastasia Beverly Hills. Mhm. Das habe ich halt auch auf meinen Augenbrauen. Ah ja, welche Farbe hast du? Bestimmt Ash Brown. Ash Brown. Mutti weiß Bescheid. wenn ich anhand der Farben schon erkenne. Ich bin schlimm, okay. Sonst habe ich, was ich nehme, weil das halt aschiger ist, ist Black Brown von Tarte. Dieses Amazonian Clay. Ich weiß nicht mehr, ob es das gibt. Hatte mir Tarte vor Jahren mal geschickt. Und seitdem benutze ich es und es wird nicht alles. Es ist immer noch das Muster von Tarte drauf. Ich habe es locker schon 4 Jahre. Kann man es noch sehen, ja, ne? Okay, also ich benutze jetzt das Puder von Tarte. Und als erstes büße ich Hattis Augenbrauen durch. Und ich möchte jetzt nicht mega die Instagram-Braue haben. Mhm. Oh, das hätten, glaube ich, bestimmt gerne viele gesehen. Echt? Das ist so witzig. Viele, die mit Instagram-Make-up angefangen haben, haben sich ein bisschen verändert. Finde sie es mehr natürlich oder so. Also ich hatte ja, habe ich immer noch bei meinen... Ich mache ja immer so Eyeshots und da habe ich immer noch diese krasse Augenbraue mit dem Dipbrow auch gemacht. Mhm. Mache ich immer noch, weil das kommt am besten an und das wird dann auch mehr geklickt wegen der Augenbraue. Also es sieht einfach krass schöner aus. So. Mhm. Ich hatte früher übelst Probleme mit Akne, aber... Echt?
hatte ich an der Stirn, hier im Dekolleté und im Rückenbereich. Mhm. Aber das hat sich dann geklärt. Ich bekomme auch ganz oft die Frage, wie kriegst du deine reine Haut hin und so. Und ich finde so... Was hat dir geholfen? Zeit. Zeit? Mhm. Also ich war halt in der Pubertät, ich war jung und das ist total normal. Mhm. Und das ging halt bei mir danach weg. Man sollte sich nicht so... Den Kopf zerbrechen? Ja, richtig. Es ist nicht alles so... Ja, es ist schwer. Zum Beispiel ich mit meinen Darmproblemen habe halt sehr schlechte Haut bekommen. Ich war jemand, ich hatte nicht mehr in der Pubertät Pickel. Ich war für meine Haut bekannt, für meine Haut und Haare. Und die sind durch diese Darmerkrankung halt total flöten gegangen. Also meine Haare und meine Haut. Und wenn ich sage, meine Haut ist schlecht, so wie jetzt zum Beispiel, ne, diese kleinen Entzündungen um die Nase herum hier und so, meine Stirn, ist es für mich schlimm. Und alle sagen, boah, hat die deine Haut, ist voll gut. Ja. Für viele ist es immer noch eine gute Haut, aber für mich mit dem Vergleich von vor Jahren, ist es halt eine sehr schlechte Haut. Ich muss auch ehrlich sagen, bevor ich mit diesem ganzen Make-up angefangen habe, war meine Haut auch viel, viel besser. Oh, da. Also meine Haut ist durch auch durch dieses ganze Make-up schlechter. Also ich habe auch jetzt so kleine Pickelchen bekommen unter der Nase, um den Mund herum. Mhm. Manchmal auch hier am Auge, unterm Auge. Und das sind jetzt keine Eiterpickel oder so, sondern einfach wie so Ausschlag. Ja. Und ja, erst habe ich mir auch mega Gedanken darüber gemacht, aber die sind da, was soll ich jetzt machen? Ja, man darf sich, glaube ich, auch nicht zu sehr reinsteigern. Ja. Ich versuche es manchmal auch, aber manchmal macht es mich echt verrückt. Mhm. Und mit dem Gel von Aviate bürste ich die Haare so nach oben. Also die biegt sich gerade die Wimpern und tuscht sie sich danach. Und ich traue mich das nicht. Ich habe Angst, dass ich ihr ein Auge oder so raussteche. Ach, Quatsch. Ich mache erst mit dem Gesicht weiter, weil mir gefällt das gerade mit deinen Wimpern. Okay. Sieht gut aus. Kannst du auch erstmal trocknen lassen. Okay. So, jetzt mache ich mit Cream Contouring weiter und dafür benutze ich auch Charlotte Tilbury Contour Wand. Und das habe ich bei dir auch im Video gesehen. Das sah so gut aus. Mir gefiel das richtig gut. Das ist auch ziemlich cool. Die Packung ist allerdings die letzte Sauerei. Weil die Tube leckt natürlich. Also sie verliert immer das Produkt in den Deckel rein. Ich glaube, es würde hier sogar was rauslaufen. Konturierst du selber viel? Ich bronze lieber gern. Mhm. Aber so, ich habe das Cream Contouring gerade so für mich entdeckt. Ich konnte das vorher gar nicht. Weil das sah immer fleckig aus bei mir. Wenn man nicht die richtigen Tools dazu hat, kann es auch einfach blöd aussehen. Und es ist auch schwer, in der Drogerie gute Farben zu finden. Für Cream Contouring? Ja, da habe ich auch nichts. Also ich benutze die AVH Palette, die Cream Contour Palette. Kommen wir zu dem coolen Produkt. Ah ja, was ist wirklich mein Lieblingsprodukt aus der Drogerie. Mhm. Das ist die Konturpalette von Trended Up. Und die finde ich mega cool. Also vor allem die zwei Töne, den benutze ich kaum. Aber hier, die finde ich richtig gut, vor allem für helle Hauttypen. Und jetzt nehme ich den mittleren Ton zum Bronzen bzw. Aufwärmen. Mhm. Ich finde auch, dass das eine sehr gute Palette aus der Drogerie ist. Und damit setze ich auch so ein bisschen die Cream Contour sozusagen. Gibt es auch einen Fehlkauf, den du mal durch mich hattest? Ja, die Ordinary Foundation. Echt? Sieht so schrecklich aus bei Welche mir. Welche hast du genommen? Beide. Trotz der Spreadability. Ich finde, das sieht gar nicht gut aus. Vor allem an der Nase finde ich das schrecklich. Also ich habe das immer wieder versucht und habe dann immer wieder gemerkt, das sieht bei mir nicht gut aus. Wenigstens waren es nur 6 Euro. Das stimmt. Das verkraften. Die mag ich immer noch gerne. Ich benutze sie auch immer. Ja, kommen wir doch zum Highlighter. Yes, ma'am. Und da habe ich mir die Palette ausgesucht. Die Huda Beauty 3D Highlighter Palette. Wie heißen die? Ich glaube 3D Highlighter. Nee, Pink Sand Edition. Nee. Nein. Und ich habe... Warum hast du dich von all den Paletten für die entschieden? Weil ich jetzt noch nichts von Huda ausprobiert habe. Ah, okay. Dann. Und die wird ja auch krass gehypt. Und ich habe 10 andere, die ich mehr mag, aber okay. Ja? Ja. Ich benutze die nicht so gut wie nie. Ich wollte gucken, wie die ist. So. Weil ich würde mir die, glaube ich, nicht kaufen. Okay, wie ist dein First Impression? Also, Farben gefallen mir nicht so gut. Mhm. Nee. Gibt besseres, aber auch günstigeres einfach. Also für den Preis. Hast du einen Highlighter in der Drogerie, den du meinen Zuschauern empfehlen kannst? Die gab es meiner Zeit lang in der Drogerie, die BH Cosmetics Palette, diese Spotlight Palette. Kennst du die mit den 6 Farben? Die hast du auch in deiner Sammlung. Ach, die? Oh ja, die habe ich auch behalten, weil ich die tatsächlich auch sehr gerne mag. Da sind 6 Farben drin und die kann man wirklich auch geil mischen, finde ich. Und ein Drittel davon, vom Preis her. Den hellen Ton gebe ich jetzt auch im inneren Augenwinkel auf, glaube ich. Ja doch, das mache ich. Okay. What's next? Blush. Und ich habe gedacht, also ich bin auch nicht so der Blushträger. Gar nicht, vor allem auch so starke Farben nicht. Mhm. Aber ich weiß, dass der Milani
Blush mega gehypt wird. Und den wollte ich mir immer kaufen, habe es aber noch nicht getan. Welche Farbe hast du genommen? Oh, hattest du mehrere davon? Ja. Rose Doro. Rose D'Oro wird es, glaube ich, auch. Aha, okay. Glaube ich. Und den Tarte Blush. Oh, gar keiner von den passt. Sonst guck nochmal. Okay. Ich habe mich jetzt für diesen Blush entschieden von Milani, der Luminoso hieß der, ja, ne? Der ist geil. Okay, den trage ich jetzt ganz, ganz leicht auf den Wangen auf. Also ich mag es ja, wenn Blush so ein bisschen Farbe gibt, aber ich hasse es, wenn dieses Buff. Oh ja, ich mag das gar nicht. Mhm. Und auch an mir selbst, also ich finde das schrecklich. Und ich taste mich gerade so ganz, ganz langsam an Blush. Ich mag auch keinen Blush. Das wissen wir ja. Wir sind die Anti-Blush-Gruppe. Ich kann es nicht häufig genug erwähnen. Nee, ich mag es auch nicht an mir. Also an anderen ist es mir egal. Also die können so rote Wangen haben. Also vielen steht es auch, so ist das nicht. Ne? Ja. Aber ich finde, es steht mir nicht so gut. Nee, mir auch nicht. Also vielleicht, weil ich zu hell bin. Ja, ich glaube. Mhm. Also ich liebe Wimpern, aber das Kleben ist so anstrengend. Ich finde das richtig schwierig, die Lippenkontur von jemandem nachzuziehen. Das ist schlimmer als ein Eyeliner ziehen. Furchtbar. Ach, wünsch mir Glück. Ja, meine Lippen sind auch schwer. Was hast du jetzt genommen? Ja. Also irgendwie gefiel mir die Farbe nicht so, deswegen wollte ich noch so ein bisschen Lipstroke von Huda Beauty drauf tun. Mhm. In der Farbe Ritzy. Die Lippenfarbe gefällt mir gar nicht. Nee? Mhm. Du kannst es wieder abnehmen und was Neues drauf. Ja, ich glaube, ich würde lieber Nude-Tone. Okay. Okay. Also ich habe mich jetzt doch für einen Matten von Huda Beauty entschieden in der Farbe Sugar Mama. Also lieber was Neutrales bei dem Augen-Make-up. Und zum Fixieren benutze ich jetzt Glow Mist von Pixi. Mhm. Und das ist ja auch sehr bekannt, dass es Hydrating sein soll, mhm, und mega Feuchtigkeit spenden. Ich finde den auch gut. Ja? Okay, dann passt es, ja. Sind wir ready? Yes! Okay, alrighty. Das ist der fertige Look. Bist du selber zufrieden? Eigentlich schon. Ja? Ja, ich finde, die Lippen passen immer noch nicht perfekt. Mhm. Aber mit dem Augen-Make-up und so bin ich mega zufrieden. Ich habe den Spiegel vor mir und bin sehr gespannt. Ich habe nichts gesehen. Ich habe auch irgendwie gar keine Idee gerade. Nein, echt nicht? Mm-mm. Gar nicht? Nee, null. Wow. Boah, wie krass du verblendest. Krass. Ist ja der Hammer. Oh, das freut mich voll. Das ist richtig gut, hä? Hab ich mir auch schon gedacht. Richtig, richtig gut. Was ich mal auch richtig cool fand, man sieht deinen Stil drin. Ja. Das ist halt nicht wie manchmal, wenn man das so sieht, so, naja, ja, okay. Es ist halt wie, was man überall sieht. Und man sieht halt deinen Stil. Dein Blending ist... Shit! Wow! Das Wort hat die zu hören. Wow, krass. Oh, das ist so freut gut. Freut mich echt. Also sagst du den Lippen, es wird etwas Besseres sein. Gibt was Besseres. Finde ich nicht schlimm. Nein. Nee, ich hätte auch das Orange. Ich glaube, ich hätte mich sogar über das Orange gefreut. Wo haben wir es denn? Ja. Boah, das wäre richtig poppig. Was hat dich an den Lippen gestört? Ich weiß nicht, es hat nicht so harmoniert miteinander. Ah, ich bin da. Ich bin da sehr sportlich. Ich hätte wahrscheinlich Orange genommen. Es sah nicht schlecht aus, aber es war nicht das Richtige. Ich muss auch sagen, das hat nicht so harmoniert. Ne? Ja, ich fand das... Okay, das ich weiß nicht, wie es halt aussah, aber sehr, sehr geil. Oh, das nein. Das ist der Shit. Also es gefällt mir wirklich richtig gut. Dein Blending ist einfach krasse Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und das ohne... die Base gesettet zu haben. Was ist los mit dir? Fällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch mit dem Gelb. Wow. Wow, wow, wow. Oh, da freue ich mich mega drüber. Aber das wirklich. Ist echt richtig gut. Also erstmal vielen Dank. Wenn ihr Fragen an Melva haben solltet, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ihr findet, ihr solltet unbedingt, ich meine, hallo, ihr solltet unbedingt bei ihr vorbeischauen. Ihr Instagram ist der Shit. Ich weiß nicht, bist du sehr aktiv auf YouTube? Auf YouTube? Ich fange an. Okay. Eher auf Instagram mit meinen Mini-Tutorials und halt Looks. Also ich bin mega begeistert. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Danke für die Einladung. Ja, mega mich gerne. Mega gefreut. Ich bin ein großer Supporter von meinen Supportern. Ich finde, das muss man einfach, muss man auch ein bisschen zelebrieren. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen an Melva habt, wie gesagt, dann gerne auf ihrem Instagram oder auch hier in den Kommentaren. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Reinschalten. Sagen Tschüssi. Es geht wie Butter hier runter. Ja, und bis zum nächsten Mal mit euch.